Hallo, hallo, hier ist eure Iris. Und Robert, hallo. Hallo, Robert. So. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema, Thema Schmerz. Ja. Dauerschmerz, chronischer Schmerz, Schmerz. Was ist Schmerz? Au! Na, danke schön. Ja, hast du es gemerkt? Ja. Gut. Ja, Schmerz ist halt nichts anderes als ein Wachhund des Körpers, ne? Er soll dir sagen, da ist was. Ja, da ist was. Kümmer dich drum und mach was, ne? So wie der Lehrer, wenn er die Kreide wirft. Okay. Macht auf was aufmerksam. Bei mir war das jetzt natürlich nur ein Pieks, ja. Aber ich sag mal, es gibt ja Menschen, die haben Schmerzen, richtige Schmerzen. Schmerzen, die durch Mark und Bein gehen, die bis in die Haarwurzeln gehen. Das sind doch, die gehen doch durch die Hölle. So richtig chronische Schmerzen. So richtig dann, ja. Chronische Schmerzen, so richtig schlimme Sachen. Ja, und ich sag mal, letztendlich ist das ja dann auch ein eigenes Krankheitsbild, sowas. Denn selbst wenn die... Wenn die Ursachen schon weg sind, ne, genau. Dann immer noch dieses Schmerzen da verspüren, ja. Ja. Das ist auch 19% der Europäer leiden an moderaten bis starken chronischen Schmerzen. 19% der Europäer, das muss man sich mal reinziehen. Ja. Ja. Und wie viele Menschen nehmen dann einfach Medikamente? Medikamente, viele ganz, ganz frei verkäuflich sind und schlucken die. Es wird letztendlich das Symptom behandelt, aber nicht die eigentliche Ursache. Weißt du, dass es da eigentlich richtige Hitlisten dafür gibt? Nee. Ja. Doch, also es gibt ja so Schmerzmedikamente, so ziemlich ganz weit oben Paracetamol. Ja, das ist so ein, ja. Klar. Tomapyrin. Voltaren, Aspirin, ASS, wie gesagt, vieles frei verkäuflich. Ja, die Leute schmeißen sich das ein und... Aber sonst gesund wäre ich mir kunderbunt, meine Pille in den Schlund, ja. Ja, da gibt es sogar ein Lied drüber, muss man sich mal reinziehen, ja. Weiß, Geist. Aber ja. Macht das wirklich gesund? Nee, es behandelt das Symptom, aber nicht die eigentliche Ursache. Dann kommen die ganzen, Stressfaktoren des Alltags noch dazu, ja, und greift unser Immunsystem an, greift unser Nervensystem an. Mensch, die Leute sind doch eigentlich alle ganz schön fix und fertig, oder viele, ja. Denn ich sag mal, unser Körper macht das auch alles eine gewisse Zeit mit. Ja, aber der sendet Warnsignale aus. Warnsignale, und was wird gemacht? Die werden ganz oft ignoriert. Und warum? Wir müssen funktionieren. Ja, aber wenn das Auto funktioniert, mache ich auch nicht einfach die Lampe kaputt. Da fahre ich in die Werkstatt, lege 800 Euro auf den Tisch und sage, mach bitte ganz, ich brauche mein Auto, das muss funktionieren. Da geht's. Ja, da geht's. Ja, da geht's. Aber wie gesagt, es ist keine Lösung hier, ständig Medikamente einzunehmen. Ja, ist nur damit. Alles andere als lustig. Ja, es ist wirklich so. Ja, und es müsste Alternativen geben. Ja, und soll ich dir mal was sagen? Du hast eine Lösung. Wohl wahr. Es gibt Alternativen, es gibt Perspektiven, es gibt sogar eine Lösung. Ja. Ja? Und ich habe da meine Broschüre mitgebracht, Wunderpflanze Cannabis. Ja? Und wie Hanf und CBD die Medizin revolutionieren können. Du, das hat ein ganz toller Arzt geschrieben, der Dr. Michael Küster. Der ist seit 22 Jahren in der Schmerztherapie tätig, hat 100.000 Ärzte geschult im Bereich Schmerzmedizin. 100.000 Ärzte, ja, hat selber ein eigenes Schmerzzentrum in Bonn-Bad Godesberg, ja, mehrfach ausgezeichnet als Mediziner des Jahres oder Deutschland, und auf seine Erfahrung hin, der arbeitet mit natürlichen, unter anderem auch mit sehr natürlichen Wirkstoffen, unter anderem mit dem Cannabis, ja, gibt es jetzt ein fantastisches Neuprodukt aus reinen natürlichen Wirkstoffen. Okay. Kombinationsprodukt aus, ja, wie gesagt, vielen, vielen verschiedenen Wirkstoffen. Ja, was ist denn drin? Unter anderem meine Aloe Vera. Ich liebe die Aloe Vera. Ja, eine der ältesten Heilpflanzen, die es überhaupt gibt, mit über 200 bioaktiven Wirkstoffen. Ich kenne die von meiner Oma her. Es ist der Stoffwechselaktivator. Es macht was im Körper. Es ist wie Meister Propper mit Schrubber. Iris, ich tue die mal lieber weg, sonst geht das noch Stunden über der Aloe. Aber guck mal, wir haben hier noch ganz andere Dinge. Zum Beispiel Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin K2 unter Mineralien sind Calcium, Zink, Mangan mit dabei. Alles
extrem wichtig für unseren Körper, was Knochen und Stoffwechsel und alles anbelangt letzten Endes. Ne? Ja, hat Einfluss aufs Immunsystem, hat aufs Nervensystem. Ja. Jede Stoffwechselreaktion hat, brauchst du Vitamine, Mineralien, Enzyme, alles. Klar, brauchen wir nicht so tief ausführen. Ja. Interessant ist Weihrauch und Kurkuma noch. Weihrauch kenne ich jetzt aus der Kirche. Was kannst du dazu sagen? Ja, Weihrauch aus dem Altertum, klar. Ja. Ein unwahrscheinlich hochinteressante Substanz, schon immer bekannt für antientzündliche Reaktionen im Körper, also bei rheumatischer Arthritis, bei chronischen Gelenksentzündungen wird das eingesetzt. Ich habe hier mir was aufgeschrieben und zwar im europäischen Arzneibuch ist Weihrauch zur Behandlung von Rheuma, chronischen entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa anerkannt. Guck an. Ja. Aber Kurkuma steht dem Ganzen im Nix nach. Ne? Man kann das, könnt ihr über beide ein extra Video machen, das ist so genial. Sieht ein bisschen aus wie Ingwer, wird deswegen auch gelber Ingwer genannt. Mhm. Und ich würde schätzen, das hat auch schon mal jeder gegessen. Curry. Ja. Es ist Farbgeber und Curry ist eine Gewürzmischung, da gehört Kurkuma mit dazu. Und es ist höllisch gesund, das ist der Wahnsinn. Antioxidativ ist Entzündungshemd mit 70 biologisch wichtigen Inhaltsstoffen ist das in unserem Körper aktiv und ist fantastisch. Ja, das ist letztendlich dieses Produkt, ja, ist eine Symbiose. Es ergänzt sich eins mit dem anderen. Aloe Vera aktiviert das natürlich noch extrem, ja. Und, ja. Aber da gibt es noch so was ganz Mystisches, ne? Was hier neben unserem Aloe steht. Ja. Dieses Cannabis. Ja. Cannabis. Ja. Cannabis, gehen wir, ich denke mal, im zweiten Video drauf ein. Wird jetzt viel zu umfangreich. Ich würde auch sagen, drückt mal abonnieren oder bleibt in der Broadcast-Gruppe drin, folgt uns weiter. Das wird nochmal interessant mit dem Cannabis und letzten Endes natürlich auch das Produkt. Und ja, ich würde nur sagen, bleibt schön neugierig und ohne Schmerzen. Ja. Bis dann. Ciao, ciao.